Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Immortals Fenyx Rising. Nest-Action betritt Ares Schatzkammer, indem du die Mechanismen der Festung aktivierst. Ja, und hier vorne wartet direkt eine Schlacht auf uns. Ich würde sagen, rein in die Schlacht. Das klingt doch alles schon mal ganz nice hier. Das ist doch genau mein Ding. Für mich ist es jetzt ein neuer Aufnahmetag, aber das sollte alles kein Problem sein, sage ich mal. Hoffe ich mal, denke ich mal, wie auch immer. Und wenn ich schon am Boden kämpfe, am Boden könnte ich mehr Rundumschläge machen. Das wäre irgendwie sinnvoller. Oh, nee. Das wäre direkt ein super Beginn. Gilt eigentlich ein Dodge, also ein Ausweichen, als Ausweichen, auch wenn ich in die Attacke zurückspringe? Oder muss ich dann trotzdem von der Attacke wegbleiben? Das wäre eigentlich auch noch interessant. Ich muss mal so ein paar Mechanismen generell mal testen. Die ganze Zeit spiele ich ja so ein bisschen auf Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Und habe so manche Sachen da nicht immer so im Blick. Oder ausprobiert, das müsste ich auf jeden Fall mal noch ändern. So, der Hund ist weg. Und jetzt können wir hier die Viecher ganz locker weghauen. Dürfte eigentlich kein Problem sein. Aber sind da Fernkämpfer dabei? Ich glaube, da hinten, der ballert doch die ganze Zeit, ja. Was macht denn der? Hat er einen Bogen oder was? Nö, ist einfach so ein Ritter, der manchmal einen Feuerball schießt oder was? Ah, das können die Schildträger können das generell. Das hat mich immer gewundert, wo diese Feuerbälle daher kommen. Irgendwie kann das jeder, sehe ich gerade. Der kann es auch. Der macht nur normale... Also jeder kann Fernkampfangriffe, wenn ich... Also humanoide Gegner sozusagen oder untote Gegner. Die können das anscheinend, wenn ich mich aus dem Kampf löse oder was. So verstehe ich es jetzt mal. Also wenn ich sie nicht im Nahkampf angreife. Ja, aber alles relativ entspannt und easy. Kein Problem. So, auch wenn ich ein bisschen Leben verloren habe. Perfektion nicht verdient. Doch, ich bin großzügig. Ja, sei du mal großzügig. So, hier gehen wir mal hoch. Da oben war nämlich noch eine Schatztruhe, die wir eventuell mitnehmen können. Das weiß ich ja noch. Die habe ich noch in der letzten Folge gesehen. Wie gesagt, für mich ist jetzt hier ein neuer Aufnahmetag. Falls ich irgendwie gesagt habe, ich will noch das und das machen und habe es vergessen, dann sorry dafür. Sollte aber eigentlich nicht der Fall sein. Wir wollten eigentlich ja direkt hier loslegen und direkt hier weitermachen. Kann ich hier runterfallen? Ja, ist hier ein Boden unter mir. Alles klar. Und da müsste auch die Schatztruhe irgendwo sein. Also eigentlich ziemlich genau hinter der Tür da, oder? War das nicht so? Ah ne, ist noch weiter nach oben. Okay. Echt? Da gehen wir mal noch nach oben. Noch 30 Meter. Ach, ist da oben auf dem Turm, oder was? Ist schon wieder so weit in der Höhe? Kann das sein? Dafür haben wir jetzt relativ wenig... Ah, ne, da ist er. Keine Falle oder so, wegen dem Druckschalter da. Nö, nix. Alles klar, einfach ein bisschen Goldbernstein, ein bisschen goldenes Zeugs da und so weiter. Wunderschön. Fliegen wir mal weiter. Wobei hier direkt irgendwie Ambrosia, das wird wohl da oben drauf sein, nehme ich mal stark an. Da fliegen wir mal rüber und holen uns das Zeug direkt mit. Wenn wir schon da sind, da holen wir uns die Sachen auch mit. Und von dort könnte ich auch die Fernsicht mal wieder anschmeißen von da oben. Wir haben ja noch nie so richtig hier reingeschaut. Immer nur von außen und es war ja eigentlich verschlossen. Dann war, glaube ich, noch ein bewachter Schatz da. Sowas lockt mich natürlich immer massiv an. Das ist natürlich genau mein Ding. Eigentlich genau das, was ich immer will. Ein bisschen kämpfen. Hallo, Fenyx. So, jetzt weiter. Manchmal hängt er dann so ein bisschen. Oder sie, er, sie, wie auch immer. Ja, und also in meinem Fall er. Da muss man irgendwie so von der Wand abspringen und dann kann man erst wieder weiterklettern. Ich glaube, ich habe gerade meine Ambrosia-Spur verloren, oder? Nee, da ist er noch. Jetzt zum Beispiel, da muss ich so abspringen und ja, manchmal macht er dann irgendwas Gescheites und manchmal nicht. Ist aber eher seltener der Fall. Ja, und da oben ist mein Ambrosia, alles klar. Traumhaft. So, wunderbar. So, können wir wahrscheinlich noch weiter nach oben. Und das ist doch ein schöner Aussichtspunkt hier. Oh, die Pferde, das sieht ja auch mal cool aus. Ayas Festung. Komm, spring mal so ein bisschen da drauf, aber fall nicht runter. Oh, nee. Ah, nein, doch, ja. Super. So, sehr schön. Und von hier machen wir jetzt die Super-Duper-Sicht. Und da hilft das, denke ich mal, direkt schon mal. Truhe entdeckt. Ich gehe mal so drüber da. Na, da wäre noch... Was denn jetzt? Hä? Warum ist der aus der Sicht gegangen? Ich habe nichts geklickt. Vielleicht, weil ich da wirklich an der Kante gestanden habe. Das kann sein. Komm, dann machen wir es doch anders.
Ich muss mich ja nicht so hinstellen. Gewölbe des Tartaros ist hier wohl noch. Da ist bestimmt auch noch eine Truhe direkt bei der Melodie wieder. Ist ja oft so. Oder auch nicht. Hallo? Hallo? Hä? Ja, Truhe entdeckt, die ich jetzt irgendwie, die mir gar nicht angezeigt wird. Auch schön. Alter, noch eine Truhe. Da geht's ja richtig ab da hinten. Oh, mehrere Truhen direkt entdeckt. Auf einmal. Ist da noch was? Ich würde sagen, so starten wir, oder? Das reicht mir. So. Gucken wir mal. Wo ist jetzt das bewachte Ding da? Achso, ich muss näher ranzoomen. Das ist ja auch manchmal ein bisschen merkwürdig. Also wir hätten hier direkt so kleinere Truhen. Das können wir uns natürlich auch angucken. Oh, kann ich von hier die... Ah, geht das. Besiege Osumene, die Stürmische und der lange Weg. Begib dich so schnell. Es geht von der Statue Aphrodite zu ihrem Palast. Was weiß ich. Ja, easy. Das können wir natürlich auch machen. Und besiege Osumene, die Stürmische. Dass wir noch ein bisschen was von dieser... von diesen Währungen da abkriegen. Mystina, Mystica, wie sie auch immer heißen. Egal. Ja, wir könnten natürlich auch die kleinen Truhen jetzt mal hier abstauben. Die wäre jetzt 150 Meter in der Tiefe hier. Also hier praktisch. Und da unten wäre noch was Blaues. Also hier so Steinchen, habe ich gerade gesehen. Da hat es böse geglitzert. Da könnten wir auch unsere Sachen mal aufwerten. Das wäre auch mal irgendwann nochmal an der Reihe. Da auf der Statue habe ich das gesehen. Lila. Lila war für Rüstungen, glaube ich, oder? Lila ist, glaube ich, Rüstung. So, hier, 64 Meter in der Tiefe soll eine Schatztruhe sein. Da könnte ich zuerst, komm, dann gehe ich mal darüber, hol mir das Steinchen hier ab, das kann schon mal nicht schaden. Ich glaube, das war für Rüstung. Ist ja auch letzten Endes egal. Also, gib mir unser Rüstungssteinchen, dann gucken wir hier noch nach der Truhe, die jetzt irgendwie wieder 90 Meter in der Luft ist. Oder habe ich jetzt die falsche angewählt? Merkwürdig. Das ist nochmal 50 Meter in der Luft, also hier oben irgendwo. Okay, gehen wir mal hier hoch. Vielleicht hier auf der Außenbrüstung da. Das könnten so 40 Meter sein, so Pi mal Daumen. Und da ist auch eine Feuerstelle, die sicherlich entzündet werden will. Und dann geht die Tür da auf. Jo, so wird es wohl sein. Also springen wir mal darüber. So. Wie schaffen wir das? Feuer ist da drin, das hilft mal wenig. Wo kriege ich denn hier Feuer her? Von ganz da unten, ehrlich jetzt. Ja gut, kann ich aber machen. Und ich könnte auch die zwei Feuer gerade mal anschießen. Ups, muss ich natürlich gedrückt halten, ich weiß. Kann ich ja beschleunigen, den Pfeil. Genau, ich kann sogar... Ah, das ist natürlich auch schön, dass ich ihn so jetzt beschleunigen kann. Nicht nur verlangsamen, sondern auch beschleunigen. Aber ich glaube, das kostet dann sogar mehr Ausdauer. Also es ist wirklich nur ein Zeitvorteil, wenn ich das richtig sehe. Wobei, ganz sicher bin ich mal da nicht. Egal, können wir auf jeden Fall easy da anballern. Sehr cool. Kurz warten, Ausdauer regenerieren und da hinten wäre auch Feuer gewesen. So kann man es natürlich auch machen. Einfach auf die andere Seite gehen, das wäre auch gegangen. Wäre sogar eigentlich ein bisschen stressfreier gewesen. Alter, 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 Feuer, Feuer, Feuer. Ja, danke. So, aber egal, so geht's auch. Das war der komplizierte Weg, aber egal. Sehr schön. Danke. Und da kriegen wir eine Rüstungstruhe, Optiktruhe, wie auch immer. Gucken wir mal rein. Adlerbrustplatte. Neue Ausrüstung. Sehr schön. So, da gucken wir noch mal rein. Oh, die sieht cool aus, eventuell. Füllt bei Treffer 5% eines Gesundheitsfeldes auf. Nicht schlecht. Bei Waffentreffer mit voller Gesundheit zusätzlich, also plus 3 auf Kombo-Anzeige. Ah, da kann man sich so eigentlich wunderbar die Kombo-Anzeige hochtanken, so ein bisschen. Das ist eigentlich... Ah, ne, nicht hochtanken funktioniert nicht. Ich verliere sie ja trotzdem bei Treffer. Aber trotzdem ist so ein bisschen die Nummer sicher Variante. Hier hatten wir Gesundheitsfelder und Betäubungsdauer. Das ist gar nicht mal so schlecht eventuell. Ich guck mal gerade den Transmog dazu an. Wo ist denn das Ding? Ah, hier. Zeus Rüstung. Oh, geil. Oh. Oh. Jo. Ich glaube, das machen wir mal. Das hat auf jeden Fall mal einen lockeren Effekt, würde ich sagen. Sehr geil. Sehr nice. Zeus Rüstung. Da gehen wir jetzt hier voll ab. So, 150 Meter in die... oder nach vorne.
Nicht mal nach, doch nach vorne und nach oben, glaube ich. Gehen wir uns die nächste Rüstung abkassieren. Wird wahrscheinlich auch wieder ein kleines Rätsel sein. Aber ist ja schon mal cool. Da kommen wir hier schon mal ein Stück voran. Jetzt muss ich irgendwie nach unten wieder. Ernsthaft? Ach so, und auf der Ebene nach vorne. Okay, nee, okay. Dann ist es nur ein bisschen weiter hinten. Ich könnte auch einfach auf die Karte gucken. Was hältst du davon? Ach so. Ist echt, ist das hinter der... Jetzt sagt man nicht, das ist hinter der... Ah ne, da hinten. Also hinter der Festung, wollte ich gerade sagen. Auch wieder ein Feuerrätsel. Hier ist es Feuer. Wie kommt man ans Feuer ran? Gar nicht. Aber ich könnte rein theoretisch durchs Gitter durchschießen. Das wäre geil, wenn das jetzt funktionieren würde. Das wäre so ein kleiner Trick sozusagen. Gucken wir doch einfach mal. Müsste aber eigentlich gehen. Ah, muss ich einen bisschen anderen Winkel eventuell wählen. Oder ich schaff's vom Winkel her halt, ne? Das kann sein. Ah, ich will es jetzt so schaffen. Ich will das Haupträtsel nicht lösen müssen. Das wird mich gerade freuen irgendwie. Oh, warte, Moment. Ich will immer so ein bisschen alternative Wege. Oh, bin ich dann doof? Ich muss direkt starten, dass er langsam schießt. Bin ich dann völlig bekloppt, mein Gott. Oh. Oh, nee. Ist nicht wahr. So, jetzt. Nee, komm. Ich bin... Alter. So, wie kriege ich das Ding da jetzt auf, dass ich da durchballern kann? Oh, Mann, ey. Das kann eigentlich nicht so schwer sein. Ah, die Platte da. Oh, einfach auf die Platte stellen, dann losballern, oder was? Traumhaft. Muss man nur wissen, wo man hinschießen muss. Ja. Okay, dann war der ganze Mist natürlich völlig umsonst. Aber bei einem wirklich schweren Rätsel könnte man sich so mal einen Weg sparen. Hier wollte ich jetzt mich zuerst umgucken, wäre jetzt ein schweres Rätsel gekommen, hätte ich das tatsächlich gemacht mit der Flugkurve da. Mit dem Verlangsamen und dann kann man auch durch die Gitter da durchschießen. Das wäre ja gegangen. Rein theoretisch, mir war es jetzt einfach nur zu doof, weil ich es ein, zweimal vercheckt habe. Das war's, oder? Glaube ich. Ist das Ding aufgegangen? Ja. Ja, total easy, ne? So, hier wegkloppen und dann ist da nix. Okay, warum ist da nix? Und warum ist da eine Fackel und... Hä? Feuer? Tür? Fragezeichen? Warum? Muss ich wieder von da oben irgendwas runterballern? Ich muss da drauf. Vielleicht muss ich drinnen irgendeinen Schalter umlegen oder was weiß ich. Gucken wir mal. Ich schieße von hier einfach wieder einen Pfeil los. Ich denke, dann sind alle roten Türen weg. So verstehe ich das mal. Und dann gucken wir uns das mal an. Das war fast zu leicht. Das habe ich mir schon gedacht, dass zweimal hintereinander so ein blödes Feuerrätsel kommt. Ich weiß nicht. So, da wäre so ein Ding. Oh, nein. Oh. Oh, Moment. So einfach ist es dann wohl doch nicht. Aha, muss ich das Feuer vielleicht löschen da drin? Da sind ja so Feuerquellen. Kann ich die löschen? Oh, was ist da oben? Kann ich da durchschießen irgendwie? Ich bin gerade irritiert. Nee, ich stecke nicht fest. Immer noch nicht. Merkwürdig, oder? Jetzt bin ich gerade wirklich ein bisschen irritiert. Übersehe ich gerade irgendwas? Muss ich ja, oder? Platte da oben vielleicht? Merkwürdig, merkwürdig. Jo, ich baller jetzt einfach mal um die Wette. Bin jetzt gerade nicht... Das da irritiert mich jetzt doch ein bisschen. So, ich zünde das Ding mal an. Ich schieße mal hier drauf. Das wird wahrscheinlich nichts bringen. Wahrscheinlich nicht. So, nächster Schuss. Ja, Waffenverbesserung ist verfügbar. Danke. Da drin, die Feuerstellen sind ja schon angeschossen. Ich baller trotzdem mal drauf. Ich denke nicht, dass das irgendwas gebracht hat. Ja, vielleicht noch andere Feuerstellen, die draußen sind. Ich habe sie übersehen. Ist auch möglich. Ich sehe rechts und links keine Fackel oder so, die ich noch anschießen könnte. Ich schaue mich mal noch doch nochmal kurz um. Also irgendwas muss ich krass übersehen haben. Vielleicht habt ihr es mir schon in die Kommentare jetzt gejackert, so auf die Tour. Was machst du da? Bist du blind? Aber ich sehe hier nichts, was ich noch anmachen könnte, müsste, wie auch immer. Da oben das Feuer habe ich noch gesehen, aber ich glaube nicht. Außer ich könnte dort vorbeischießen, das habe ich jetzt nicht versucht, aber dafür ist es viel zu eng.
Ist hier noch eine Feuerstelle oder ähnliches? Auch nicht. Zweimal Feuer auf der Seite. Kann ich das irgendwie ausmachen einfach oder annehmen? Nö, auch nicht. Hier auch nichts, ne? Andere Seite nix. Nö. Hä? Die zwei Feuer sind an. Soweit so gut. Ist da oben vielleicht noch irgendwo ein Feuer oder sowas? Ich glaub's ja nicht, aber... Irgendwas muss ja irgendwo noch sein. Irgendwas muss ich übersehen haben. Irgendwas hat er übersehen. Irgendwas hat er übersehen. Ärgert mich. Ich hab's übersehen. Was hab ich übersehen? Mein Gott. Irgendwas am Baum. Nee. Hä? Keine Ahnung. Sollte ich mich jetzt so sinnlos ablenken lassen? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Komm, bleib fokussiert. Bleib fokussiert. Mein Gott. Hä? Hier drauf vielleicht? Auf dem Felsen? Bin ich da drauf? Oder der Kopf oder was auch immer? Bringt mir meine Sicht irgendwie was? Nee. Ey, check ich gerade echt nicht, ne? Jetzt habe ich echt noch gedacht, so ein leichtes Rätsel, ne? Und dann ist es nicht so leicht. Ah, hier durchzuschießen, anderweitig, macht halt keinen Sinn. Ist das sonst irgendwie ein Feuer oder sowas? Es muss ja was damit zu tun haben, oder? Es wird wahrscheinlich so sein, dass ich von hier irgendwo hinballern muss. Nur wohin? Das ärgert mich gerade. Ich habe keinen Bock, hier alles abzusuchen. Natürlich könnte ich jetzt mal nach oben schießen. Was denn hier... Die habe ich ja eben abgeschossen. Ich habe es jetzt echt schon vergessen, was ich da... Ja, die zwei vorne habe ich abgeschossen, dann ist aufgegangen. Und hier drin waren die zwei normalen Feuerstellen. Gut, oben haben wir noch nichts probiert. Da mal vorbei oder sowas. Geht das? Oh, das ginge. Oh. Oh, okay, das überrascht mich. Okay, krass. Damit habe ich eigentlich nicht gerechnet. Ich habe gedacht, jetzt mache ich Quatsch. Aber nee, okay, funktioniert. Dann gehen wir mal vorbei. Jetzt muss ich natürlich ein bisschen fokussiert bleiben. Hui. Hui. Hallo. Ja, ja, ganz locker bleiben. Alter, was ist denn hier los? Oh, krass. Oh, damit habe ich nicht gerechnet. Das war jetzt tatsächlich mal ein bisschen komplizierter, in Anführungszeichen. Krass. Das riecht doch nach einer guten Belohnung, oder? Steinglanzmaske. Ist das eigentlich festgelegt, was man wo bekommt? Das könnt ihr mir vielleicht mal in die Kommentare schreiben. Habt ihr die Ausrüstung immer an dem gleichen Ort bekommen? Oder ist das Zufall? Oder wie auch immer. Das könnte ich mir vorstellen. 6 Sekunden lang plus 44 Schaden, Prozent Schaden, wenn ein Gegner betäubt wird. Füllt 200% eines Ausdauerfeldes auf, wenn ein Gegner betäubt wird. Ja, kann man so als Betäubungsskillung rein theoretisch spielen. Was habe ich da jetzt? Also Axtschaden. Und auf der Brustplatte, mit der Gesundheitsfelder. Ja, das ist schon beides richtig stark. Was haben wir an Dingen da? Für Waffen zu verbessern. Ich glaube, da brauchen wir 800 oder sowas. Sehe ich das hier, wenn ich hier drauf gehe? 950. Okay. Und dann die lilane Rüstung, ne? Rüstung, Helme. Was brauchen wir da? 770 oder hier 640. Okay. Und Gold war für Tränke und so aufzuwerten. Steht das hier irgendwo? Für die Anzahl zu erhöhen oder sowas? Keine Ahnung, wo das jetzt stehen könnte. Naja, ist ja auch egal. Ja. Okay. Alles klar. Haben wir noch was Schönes gefunden. Wunderbar. Ja, nee, und da würde ich sagen, machen wir im nächsten Part an der Stelle hier weiter. Ob wir noch kurz weiter rätseln oder ob ich mich dann hier der Hauptquest widme. Also wir kommen ja so oder so, fallen wir da praktisch rein in die Geschichte. Aber neue Ausrüstung ist natürlich auch geil. Ich guck mal nochmal ganz kurz von hier aus, ob ich da irgendwie... Achso, da hinten sind noch so viele Kisten, das ist ja auch noch. Was geht denn da eigentlich ab? Wo ist das überhaupt? Ja, hier in dem Zentrum. Ah, und wir haben noch die bewachte Schatztruhe hier. Könnte man die Sachen sich noch angucken oder hier auf der Seite und dann halt. Ja, wir könnten eigentlich das ganze Gebiet hier lösen. Müssen wir mal gucken. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Das hier riecht so ein bisschen nach Pferd, würde ich sagen.
Oder das hier auch eventuell, dass wir dort ein Pferd finden oder hier hinten. Irgendwie überall. Ja, machen wir auf jeden Fall im nächsten Part. Hat wieder richtig Laune gemacht. Ist einfach ein Megaspiel. Ja, und wir haben jetzt doch mal ein bisschen komplizierteres Rätsel auch gelöst. War schon ganz lustig, sage ich mal. Ja, ich freue mich auf den nächsten Part. Wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.